Das Hamburger Rathaus. Ziemlich genau 112 Meter hoch, aber nur 111 Meter breit. Wir wollten mal sehen, ob der fehlende Meter in der Breite nicht doch irgendwo zu finden ist. Wir haben uns da was ausgedacht und das war im Wortsinn vermessen, also unverschämt. Entschuldigung, können Sie mir ganz kurz helfen? Ja, ich muss einmal um, mein Kollege ist nämlich gerade weg, einmal um die Ecke messen. Können Sie sich vielleicht ganz kurz mal hier hinstellen? Es geht mir um den Punkt, dass Sie auf der Linie sind von dem Kegel und ungefähr in der Höhe, genau, das Maßband. Super, perfekt. Wichtig ist nur, dass ich es ganz ruhig halte. Ja, das ist das Allerwichtigste. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Sie war nicht die Einzige, die hier ganz nach Maß verarscht wurde. Klappt das, ja? Das klappt. Super. Sie sind noch auf Spannung? Yes. Aber richtig interessant und spannend wird's erst jetzt. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen. Und dann steht er da, geduldig, mit Anmut und Grazie. So wie es wohl nur echte Hamburger können. Die Kreuzwege des Lebens gehen wie immer ganz allein. Allein. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Nun, ein Teil meines Lebens. Was machen Sie da? Ich schiffe diese. Von Zuneigung. Ja, ist halt nur keiner da. Die Kreuzwege des Lebens gehen wie immer ganz allein. Junger Mann? Wo ist er denn hin? Schau mal zu, mein Arm schläft ein. Sie können auch den anderen Arm nehmen, wenn es zu schwer wird. Ja, nicht, dass Sie da auch. Die Dame ist beflissen und geduldig. Perfekt für uns. Lass mich hier anstellen. Ja, diese jungen Leute. Da muss die Work-Life-Balance stimmen. Sogar bei der Arbeit. Das dauert immer so lange, deswegen wundert man sich, wenn die hier arbeiten. Sind Sie auf Spannung? Ja. Danke. Oh nee, ich kann nicht mehr stehen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gibt's jetzt Schichtwechsel. Die beiden dürfen zu zweit ran. Sie kommen am besten mal mit, weil Sie können mit mich auf der anderen Seite noch ganz gut behilflich sein. Ja, ich gehe einmal unten durch. Ach Mensch, Sie sind aber auch sportlich. Sehr gut. Sie bleiben bitte so stehen, weil das ist genau im Lot. Ja, Sie sind genau im Lot. Das ist Wahnsinn. Hier muss das drin bleiben. Ach so, es ist sowas. Und Sie, junge Frau, kommen mal ganz kurz zu mir. Was ist das für eine Kiste? So, ungefähr auf der Höhe. Ja, warten Sie, ich muss ganz kurz wegen der Messung. Aha. Hallo, hallo Einsamkeit, diesen Abend heute verbringen wir zu zweit. Hallo, hallo Einsamkeit, diesen Abend heute verbringen wir zu zweit. Hallo. Hallo Einsamkeit, diesen Abend heute verbringen wir zu zweit. Hallo, hallo Einsamkeit. Sie müssen Spannung halten. Ja, aber nicht mehr lange, mein Süßer. Ist das für eine Kacke? So, Birte, komm. Ach, das wird los. Birte. Hast du den Das geht runter, Birte. Jetzt. Und ich mag gar nichts. Was ist denn für eine Scheiße hier? Birte, schmeiß den Pfand. Ich bleib so, wie das ist, und das geht runter. Auch sie nimmt ihren Job ganz genau. Sind Sie noch auf der Eins? Ja, ich sag Ihnen gleich was dazu. So, ich wollte sagen, das ist die Vier. Ist die Vier? Die Vier. Ach, weil ich habe jetzt noch mal näher geguckt, ohne Brille. Ach, sehen Sie? Und bitte setzen Sie die Brille noch mal auf, danke. Dreieinhalb. Ja, weil hier ist ja die 5, die ich sehe. Alles gut. Wir machen noch mal zurück. Entschuldigung. Alles gut.
Wir müssen bloß auf hier auf. Ja. Sollen wir noch mal hier abstimmen? Sie sind aber noch auf der 3,5. Ich bin auf der 3,5. Ja? Okay, ich hab's gleich. Und dann darf sie warten, bis sie noch mal kontrolliert wird. Kann das sein, dass sie jetzt auf der 4 sind? Nein. 4 wäre jetzt ganz schlecht. Wissen Sie, dass ich das Gefühl habe, wir sind hier im Ersten. Kann das sein? Wie im Ersten. Bin ich aber, verstehen Sie Spaß? Das ist richtig. Quatsch. Herzlich willkommen. Verstehen Sie Spaß? Wir haben so schön durchgehalten. Guck mal, da ist eine Kamera und da ist eine Kamera. Ja, hab ich doch gesehen. Ich hab vorher schon, verstehe ich. Ein bisschen Ulk muss doch sein. Ein bisschen Ulk muss sein, oder? Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, würde ich an eurer Stelle jetzt direkt abonnieren. Dann verpasst ihr gar nichts Wichtiges mehr. Ansonsten gibt's natürlich hier jede Menge lustige Filme. Und den neuen Film, den gibt's hier oben in der ARD-Mediathek. Viel Spaß dabei.